Guten Abend, meine Damen und Herren, es ist 19 Uhr. Der Rundfunk- und Fernsehsender Bielefeld-Sieger bringt Nachrichten aus aller Welt. Wir melden uns jetzt aus der Ukraine und berichten eigentlich über den Aufmarsch der russischen Soldaten, die Putin, der Reserve Stalin, hat aufmarschieren lassen, um die Krim wieder heim ins Reich zu führen, wie er es meint. Er möchte Russland wieder zur alten Stärke aufbauen. Und das wird der ganzen Welt wehtun. Also davon sind wir überzeugt. Man muss sich das mal vorstellen. Circa 100.000 Soldaten, circa 3.000 Panzer, 25 Flugzeuge, Schiffe weiß man nicht, die im Schwarzen Meer rumkrebsen. Das weiß kein Mensch. Also das ist schon traurig, was der da macht. Und wenn er dann erzählt, er macht das nur zur Abschreckung, weil er meint, der Westen würde ihn überfallen. Der hat einen Vogel, der Kumpel. Der hat wirklich einen Vogel, mehr kann man dazu nicht sagen. Der Westen, naja, normalerweise haben wir auch auf der Krim nichts zu suchen, wenn wir ehrlich sein wollen. Das ist eine andere Sache. Die Krim sollte neutral sein, dann wäre das alles kein Problem. Tja, so sieht er nun aus, der Kriegstreiber. Man glaubt es ja gar nicht, wenn man dem so gegenübersteht, dieser kleine Wicht. Dann glaubt kein Mensch, dass das so ein, naja, ich will die Worte nicht aussprechen, aber der erinnert mich sehr an den chinesischen Ping Ai Fuch. Das ist genau so ein Wemser. Nur der hat mehr Ruhe. Der wartet ab, denn der Westen wird sich selbst zerfleischen. Naja, wir wollen mal schauen, was der Westen zu sagen hat oder die NATO. Eigentlich braucht der Junge ein paar Streicheleinheiten, denn er will ja nur spielen. Und die NATO, die hat er als Fuzis bezeichnet, das stimmt ja irgendwie auch, denn sie kriegen keine Einigkeit hin. Und ich bin gespannt, was hinter den verschlossenen Türen in Brüssel, was da alles so gequatscht wird. Wir werden es rausbekommen und dann werden wir es Ihnen mitteilen. Das war's, meine Damen und Herren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Und nun zum Schluss der Wetterbericht. Es spricht Dr. Klawutke. Einfach einen freundlichen guten Abend. Ich bin nun hier, um für Sie den Wetterbericht zu machen. Ich bin eigentlich überrascht worden, weil der andere Kollege, der ist ausgefallen. Nicht wegen der Corona, sondern er ist gestürzt, weil er 2 Flaschen Wodka getrunken hatte. Dann kann er ja nicht sprechen, dann muss ich es machen. Naja, also dann will ich das ganz kurz machen. Das gilt vor allen Dingen alles für die kleinen Gärtner. Das ist ganz wichtig. Also, ich mache es kurz. Kräht der Hahn auf eurem Mist, dann ändert sich's Wetter oder es bleibt, wie es ist. Naja, schönen Abend.